Für Hetzen Online steht die Sicherheit der gesamten Infrastruktur und Kundensysteme im Vordergrund. Das Unternehmen verfügt über mehrere geografisch getrennte Datacenter-Parks, die umfangreich videoüberwacht werden und durch verschiedene Zugriffskontrollsysteme und Hochsicherheitszäune geschützt sind. Sämtliche Bewegungen werden aufgezeichnet und dokumentiert. Kunden eines Colocation-Racks gelangen über eine transpondergesteuerte Sicherheitsschleuse in den gesicherten Colocation-Bereich. Bei Erstbezug kann vorab in der Administrationsoberfläche Robot der Besuchstermin und die Zutrittsberechtigungen festgelegt werden. Mittels eines generierten Passworts erfolgt beim Servicepersonal vor Ort die Authentifizierung. Der Aufenthalt wird protokolliert und aufgenommenes Bildmaterial im Robot archiviert. Die Klimatisierung und Energieversorgung beruht auf einem Redundanzsystem, um sicher vor jeglichen Betriebsstörungen zu sein. Batteriekapazitäten und Notstrom-Dieselaggregate sind ebenso selbstverständlich wie eine Brandfrüherkennungsanlage mit direkter Verbindung zur örtlichen Feuerwehr. Vielfach redundante Anbindungen sorgen für einen reibungslosen Datenaustausch. Alle bestehenden Upstreams und Peerings werden über modernste Router von Juniper Networks in das Backbone eingebunden, um die Leistung des Netzwerks zu steigern. Um Webanwendungen, Websites, Server und Infrastruktur vor Angriffen aus dem Internet zu schützen, setzt Hetzner Online einen automatischen DDoS-Schutz und Firewalls ein. Managed Server werden kontinuierlich mit Sicherheitsupdates versehen. Zentrale Backup-Server stehen zum Speichern von Backup-Daten zur Verfügung. RAID-Festplattensysteme reduzieren die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlustes. Qualifiziertes Fachpersonal leistet rund um die Uhr individuellen Support. Die Rechenzentrumsinfrastruktur und der Betrieb des Datacenter-Parks sind nach ISO 27001 zertifiziert. Durch die Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems erfüllt Hetzner Online die internationalen Standards für Sicherheitsprozesse.